Hallo und herzlich willkommen bei Löchberg Barbecue. Wir machen uns heute Mettwurstspieße mit einem Halloumi-Grillkäse und Champignons. Für die machen wir jetzt noch eine kleine Marinade. Dazu gibt es dann auch Bacon, Zwiebeln und Paprika. Und wie ich das gemacht habe, das seht ihr jetzt. Viel Spaß dabei. Für die Zubereitung von unseren Mettwurstspießen benötigen wir folgende Zutaten. Ich habe hier etwas Olivenöl, dann kleine Champignons, 4 Zwiebeln, einen Halloumi-Grillkäse, 5 kleine Chilis, 2 getrocknete Tomaten, etwas Rosmarin, Thymian, eine Knoblauchzehe, ein bisschen geräucherten Bauchspeck, 3 Schwelmer Mettwürste, etwas Salz und Pfeffer zum Würzen, Paprikapulver und 3 Paprikas. So, jetzt beginnen wir erstmal mit der Vorbereitung. Als erstes nehmen wir die Paprika. Diese halbieren wir einmal. Vierteln dies nochmal. Und schneiden uns da das Kerngehäuse raus. Dann schneiden wir uns da so Streifchen von, dass wir schön auf die Spieße stecken können. Nachdem ich jetzt die Paprika fertig geschnitten habe, hier in so kleine Würfelchen, geben wir dort noch einen kleinen Schuss Olivenöl drauf. Und würzen diese etwas mit Meersalz. Dies rühren wir jetzt nochmal ordentlich durch, dass sich das Salz auch überall schön verteilt. Wenn wir dies gemacht haben, können wir die an die Seite stellen und kümmern uns um die Champignons. Bei den Champignons habe ich hier wieder meine Zahnbürste, die ich mir extra dafür gekauft habe. Wenn die dreckig sind, putzen wir da ein bisschen mit der Zahnbürste den Dreck ab. Schneiden uns unten den Strunk ab. Und dann sind diese auch schon soweit. Die Champignons sind jetzt auch fertig vorbereitet. Die stellen wir an die Seite. Jetzt kommen wir zu den Zwiebeln. Da habe ich die Schale schon abgemacht. Da machen wir einfach einen Mittelschnitt. Dann ziehen wir uns hier die Scheibchen runter, die dann auch auf den Spieß stecken können. Die Zwiebeln habe ich jetzt auch alle fertig abgezupft, mit in die Konsistform gegeben. Stellen wir jetzt weg. Nehmen uns die Schwelmer Mettwurst. Schneiden wir hier den Zipfel ab. Und schneiden uns da mundgerechte Stückchen raus, dass wir dann auch ordentlich aufspießen können. Das mache ich mit den restlichen zwei auch noch. Dann nehmen wir jetzt noch den Bacon hier. Da machen wir die Schwarte unten ab. Dann lösen wir oben den Knorpel noch aus, der hier drin ist. Der ist nicht so schön beim Essen. Und hiervon schneiden wir uns jetzt auch Scheibchen runter. Dann schneiden wir schnell den Halloumi-Grillkäse zu. Machen wir unsere Marinaden und dann geht es auch schon an den Grill. Den Halloumi-Grillkäse nehmen wir uns auch, halbieren diesen und schneiden es dann auch hier schöne Stückchen von runter, dass sie dann auch ordentlich auf den Spieß drauf passen. Jetzt kümmern wir uns um unsere Marinaden. Als erstes bereiten wir die Kräutermarinade für die Champignons zu. Da habe ich ja hier eben den Rosmarin, den ich schon gezeigt hatte. Da zupfen wir uns die Stängelchen ab. Und nehmen den Thymian, den streifen da auch einmal drüber. Wenn wir das dann erledigt haben, gehen wir hier mit dem Messer einmal durch den Haufen durch, hacken uns das ein bisschen feiner. Und geben dies dann in den Mörser rein. Jetzt nehmen wir unsere Knoblauchzehe, da hauen wir mal drauf, schält ist es schon. Geben die auch in den Mörser rein, machen dort dann noch einen guten Schluck Olivenöl zu und würzen das Ganze noch mit Salz und Pfeffer. Und nun mörsern wir dies einmal durch. Es liegt da schon wieder ein super Duft in der Luft hier. Wenn die Marinade dann schön durchgemörsert ist, sich die Aromen überall verteilt haben, geben wir diese in eine Schüssel rein. Sieht auch schon wirklich super aus. Ich bin sehr gespannt, wie das dann zusammen schmeckt. Jetzt machen wir noch die Marinade für unseren Halloumi-Grillkäse. Für die Marinade benötigen wir die vorhin gezeigten 5 Chilis. Die gebe ich schon mal so in den Mörser rein. Die 2 getrockneten Tomaten. Die hacken wir jetzt auch noch ein bisschen feiner. Wenn wir uns die jetzt hier etwas feiner gehackt haben, geben wir die auch mit in den Mörser rein. Nun geben wir noch ein bisschen Paprikapulver edelsüß dazu. Auch wieder eine Prise Salz und Pfeffer. Einen schönen Schluck Olivenöl. Und diese mörsern wir jetzt auch.
Jawohl, die hätten wir jetzt auch fertig gemacht. Die geben wir auch in eine kleine Schüssel rein. Jetzt starten wir unseren Anzündkamin und während die Kohle durchglüht, stecken wir unsere Spieße. Der Anzündkamin ist jetzt gestartet und fängt an durchzuglühen. Da habe ich mir jetzt auch mal einen neuen gegönnt. Er ist ein bisschen größer, da will ich auch bald mal was Leckeres drauf zaubern. Und ich muss leider zugeben, nach drei treuen Jahren macht mein Grill die ersten Probleme. Hier unten der Kohlerost fängt an durchzurosten. Da habe ich mir jetzt ein Gitter draufgelegt, sodass mir die Kohlen nicht durchfallen. Das machen wir jetzt erstmal richtig schön heiß und dann können wir unsere Spieße auflegen und diese grillen. Die müssen wir jetzt aber erstmal stecken. Die Spieße zu stecken ist wirklich ganz einfach. Wir nehmen uns dazu zwei Spieße. Wenn wir nur einen hätten, kann es sein, dass die Wurst sich da mitdreht, wenn wir die Spieße wenden wollen oder die Champignons. Deswegen nehmen wir hier zwei, dann hält das alles besser. Die könnt ihr euch jetzt so zusammenstecken, wie ihr das möchtet. Ich habe unsere Metwurst-Spieße jetzt fertig gesteckt. So sehen die aus. Finde ich, sehen richtig super aus. Jetzt gucken wir mal, was der Grill macht. Die Kohlen im Anzündkamin waren währenddessen durchgeglüht. Die habe ich hier auf die eine Seite gegeben, habe hier wieder ein direktes und ein indirektes Setup gemacht. Hier werden wir jetzt unsere Spieße ganz scharf angrillen und werden sie dann indirekt gar ziehen lassen. Die legen wir jetzt mal auf. Nachdem nun unsere Spieße 2 Minuten auf den Grill lagen, werden wir diese einmal drehen, dass wir von allen Seiten schön Röstaromen dran kriegen. Jawohl! Das sieht schon sehr schön aus. Nachdem die Spieße nun weitere 2 Minuten auf der Seite lagen, sind sie fertig angegrillt. Diese legen wir jetzt hier in den indirekten Bereich. Und hier oben auf den Ablagerost legen wir auch noch da. Weil die müssen wir jetzt erstmal mit unseren Marinaden noch pinseln. Nun nehmen wir unsere Kräutermarinade, die wir gemacht haben. Und streichen diese über die Champignons. Das hatte ich vorhin nicht gemacht, weil wie ihr seht, das fängt dann an zu brennen. Fettbrand wollen wir nicht haben. Und die Kräuter werden sonst auch verbrannt. Das duftet jetzt schon wirklich super. Und auf unseren Halloumi-Grillkäse geben wir die etwas schärfere Marinade. Wenn wir das dann eingestrichen haben, können wir die auch mit nach hier oben legen. Die zweite Runde der Spieße haben wir jetzt auch fertig angegrillt. Legen wir uns jetzt auch erstmal kurz indirekt. Hier bepinseln wir jetzt auch wieder die Champignons mit unserer Kräutermarinade. Und dasselbe Spielchen mit dem Halloumi-Grillkäse auch nochmal. Nachdem jetzt alle Spieße mit der Marinade versehen sind, legen wir die hier auch noch auf den Ablagerost oben. Lassen die da noch ein bisschen ziehen. Deckel schließen. Warten jetzt nochmal so 5 bis 8 Minuten. Schauen nochmal nach und dann wird es verdammt lecker. Nach 5 Minuten warten, gucken wir mal kurz rein, was unsere Spieße machen. Schauen wir mal. Ja, die Paprika ist schön weich geworden. Die Champignons auch. Die können wir jetzt runternehmen. Jetzt liegen sie hier, unsere Freunde. Und wir können endlich mal einen probieren. Mensch, die sehen aber wirklich super aus. Ich schnappe mir mal einen. Werden wir mal hier ein bisschen was runterziehen. Und dann kosten wir mal. Wir fangen mal mit der Schwemmer Mettwurst an. Mmh. Richtig schön saftig. Die Zwiebeln auch super weich. Ich mache hier einen Champignon. Mmh. Wow, das mit der Kräutermarinade, super, die schmeckt mal wirklich super raus, ganz toll. Jetzt sehe ich auch gerade, wir haben hier gar kein Stückchen Käse dabei, müssen wir mal gucken. Wir hätten aber eins dran, das entführen wir uns jetzt mal schnell, sehr gespannt wie der schmeckt. Mmh. Oh, hat richtig Feuer gekriegt durch die Chilis, aber auch sehr lecker. Ich esse jetzt noch was und dann sehen wir uns zu meinem Fazit wieder. Kommen wir nun zu meinem Fazit. Ich muss sagen, es hat wieder richtig gut geschmeckt. Ist mal eine andere Art Spieße zu stecken, ne? Mit der Schwelmer Mettwurst, die ein schönes, rauchiges Aroma dran gebracht hat und mega saftig war innen drin. Dazu unsere Champignons mit der selbstgemachten Kräutermarinade, die waren auch echt spitze. Und der Halloumi-Grillkäse mit der selbstgemachten Chili-Marinade, der richtig Feuer hatte, hat wirklich sehr gut miteinander harmoniert. Die Paprika und Zwiebeln waren auch schön weich. Ein idealer Spieß. Sehr lecker. Den Grill hatte ich auch repariert, wie ihr gesehen habt. Ne? Nach 3 Jahren treue Dienste und so viel wie ich grill, kann das passieren, dass der irgendwann mal durchrostet. Ist aber noch zu schade zum Wegschmeißen. Wir schauen mal, wie lange das mit dem Gitter hält und wenn nicht, was ich mir da anderes einfallen lasse. Ich möchte mich auch recht herzlich bei dem Edeka Markt Zeug in Eschwege bedanken für eure Unterstützung. Super von euch, echt großes Dankeschön von mir. Ihr könnt mir hier unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr von diesem Video haltet. Lasst mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Oder hier drüben sogar ein Abo. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Heiko von Leuchtberg Barbecue.